Markttreiben in Freiburg im Breisgau. Nach einem Betretungsverbot des öffentlichen Raums sieht das hier auf den ersten Blick nicht aus. Die Stadt in Baden-Württemberg war die erste Großstadt in Deutschland, die eine solche Maßnahme beschlossen hat, zunächst für 2 Wochen. So soll die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verlangsamt werden. Doch eine sogenannte Ausgangssperre bedeutet nicht, dass die Menschen ihre Wohnungen nicht verlassen dürfen. Wege zur Arbeit und das Einkaufen von Waren des täglichen Bedarfs zum Beispiel sind weiter erlaubt. Auch das Gassigehen mit dem Hund oder Spaziergänge alleine zu zweit mit Personen, die im gemeinsamen Haushalt leben. Die Maßnahme trifft bei vielen auf Zustimmung. Die Ausgangssperre ist wichtig, um das Coronavirus einzudämmen. Sie ist notwendig, um den Virus einzudämmen. Ähnliche Regelungen gibt es auch in Leverkusen. Die Maßnahmen richten sich vor allem gegen die vielfach kritisierten Corona-Partys und die Treffen junger Menschen im Park. Auch in einigen Bundesländern wie Bayern gibt es Ausgangsbeschränkungen, die über die bisherigen Maßnahmen von Bund und Ländern hinausgehen. Am Sonntag wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Länderchefs entscheiden, ob es solche schärferen Regelungen in ganz Deutschland geben soll.